Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Reise zum Abendwald anzunehmen bei Tal Inava Mit in ihrer Orvibos Stimme auf der habe ich Ebene Ring gesprochen. der Schicksale an dieser Position. Vorquest war ein Blick in die Dunkelheit. Solltet Ich ihr spreche weitere für jene, Fragen haben die zur Schwarz. Vorquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich komplette Questreihen am Stück aufgenommen habe. Unter anderem zu Aufgewacht Abendwald. Das ist der Hauptquesterfolg zum Gebiet Abendwald. Außerdem habe ich euch in den entsprechenden Videos in die Videobeschreibungen die Zeiteingaben eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. Hier Schwert anklicken. Durch diese Zeitangaben könnt ihr direkt zur gesuchten Quest springen, beziehungsweise zum gesuchten Untererfolg, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Denk mal, das wird euch dann helfen. So, Portal ist aktiviert. Nun darf man mit Ro Afonavi sprechen. Seid hier Sprechblase willkommen. anklicken und dann geht's ab in den Abendwald. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich das Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, und jetzt bin ich schon im Abendwald. Jetzt heißt Hast du es, einen Freund sprecht mit oder Lady Streit? Mondbebe. Macht Die einfach ist nicht gleich auf. hier. Hallo? Was kann ich für euch Quest tun? ist abzugeben bei Lady Mondwehre Ich kann eure im nächsten Schritt kaum Abendwald erwarten. an dieser Position. Da ist man ja gerade gelandet. Hoffe, mein Video Was für konnte ein euch Glück. Warum denn helfen. dir Falls etwas? ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag ohne Bugs und gutes Gelingen. Eizocke, Ende.